Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier vor mir liegt ein weiteres Mikrofon. Ich habe ja schon das ein oder andere USB-Mikrofon hier auf dem Kanal getestet. Die nächste Zeit dürfte da auch noch ein paar dazukommen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, den verrate ich euch noch nicht, sondern ich verrate euch, um welches Mikrofon es heute geht. Es geht um das Maono DM30. Maono hat mich damit ausgestattet. Ich darf trotzdem sagen, was ich möchte in meinem Test, wie es abschneidet, und ich muss es nicht beschönigen oder sowas. Wir packen es heute aus, wir schließen es an, probieren es auch mal kurz aus und ich sage euch, warum in der nächsten Zeit vielleicht auch öfters mal Mikrofone zum Test bei mir hier auf dem Tisch landen. Los geht's nach dem Intro. Ja, eine gelb-schwarze Verpackung, Maono DM30 USB-Kondensatormikrofon, so ungefähr die Bezeichnung. 59 Euro UVP bei Amazon zum Beispiel. Ein Link zu dem Mikrofon findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Es gibt richtig coole Farben. Irgendwo war das auch abgebildet hier. Also Pink, okay, nicht jedem seine Farbe, aber hier Purple finde ich zum Beispiel ganz cool. Hier das Schwarz, welches auch hier in der Verpackung ist, und ein weißes Mikrofon, welches ich am allerliebsten gehabt hätte. Aber ich bin auch zufrieden mit dem Schwarzen und ihr habt hier auf der anderen Seite schon gesehen, dass ihr das nicht nur hier auf den mitgelieferten Fuß stellen könnt, sondern auch über einen Mikrofonarm befestigen könnt und dadurch halt eine viel bessere, gleichmäßigere Stimme und ja, Stimmabnahme dann erzeugen könnt, so dass ihr bei der Aufnahme keinen Unterschied von der Lautstärke und so weiter habt. Wir packen es jetzt einfach mal aus. Wir schauen uns das mal an, wie die Verarbeitung und so weiter ist. Bin ich echt mal gespannt. Es hat wirklich sehr gute Bewertungen auch auf Amazon bekommen. Hier oben haben wir eine Abdeckung, die ziehe ich mal ab. Das ist hier Schaumstoff. Dann haben wir hier schon das eigentliche Mikrofon. Ziehen wir erstmal alles raus, schauen wir, ob noch was drin ist. Nein, das war's schon. Also nicht unbedingt so viel drin. Wir lassen das mal kurz eingepackt. Hier schauen wir auf das Extra Tray, was hier noch drin ist. Auch das schwingen wir hier gerade mal einfach raus. Wir haben natürlich eine Anleitung und mal schauen. Ja, hier ist sogar Deutsch mit dabei. Also da könnt ihr auf jeden Fall alles genau nachlesen und dann auch einstellen. Apropos einstellen, es gibt auch eine, ja, ich sag mal, eine Oberfläche für das Mikrofon auf eurem Laptop oder so dann einzustellen, Equalizer und so weiter. Hier habe ich es gerade eben gesehen, könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen, wie die Charakteristik zum Beispiel von der Kapsel sein soll, da RGB-Beleuchtung ist auch leicht dabei, wie die Farbe sein soll und so weiter und so fort. Also da guckt auf jeden Fall rein, bevor ihr es benutzt. Des Weiteren, neben den Kugeln hier, haben wir natürlich hier ein USB-A auf USB-C Kabel. Hier der abgeknickte Stecker, auch wirklich sehr gut, dass das so gebaut ist, dass man nicht immer so einen langen Stecker von dem Mikrofon abstehen hat. Aber wir haben jetzt hier nicht nur USB-A, sondern gleich vorgesorgt, wir haben hier auch USB-C, quasi USB-C auf USB-C mit einem USB-A Adapter. An alles gedacht, finde ich, wirklich sehr gut gemacht. Ja, packen wir weiter aus und dann hier das eigentliche Mikrofon. Und da habe ich jetzt schon gesehen, auf jeden Fall ein Metallfuß. Es ist auch hier ein Metallarm. Wir haben hier auch Metallgewinde, oder? Jawohl, Metallgewinde. Ihr seht hier dann das Metall rausschauen. Also ihr könnt das hier komplett abschrauben. Lassen wir auch mal kurz, dann kann ich es nämlich besser so in der Hand halten. Hier oben ist dann die Niere drin. Die, wie gesagt, kann man anpassen, wie die Charakteristik dann sein soll über die Oberfläche. Das schauen wir uns natürlich auch noch an, das ist ganz klar. Hier unten ist dann ein LED-Beleuchtungsring, der ist auch anpassbar und mit verschiedenen Farben. Vielleicht kann man auch so ein Farbenspiel machen, das muss man dann halt mal schauen. Ein Kopfhöreranschluss, um das Gesprochene direkt auch abzugreifen, um halt nachzuprüfen, ob die Stimme wirklich sich gut anhört, ob die Aufnahme sich gut anhört, auch wirklich sehr, sehr wichtig. Der Knopf dürfte dann für den RGB-Ring zum Anschalten und Ausschalten sein und hier der Anschluss halt für USB-C.
Hier könnt ihr einstecken und dann halt in euer Laptop oder PC oder wo auch immer ihr das Mikrofon verwenden wollt. Ja, hier noch ein Drehregler, den könnt ihr benutzen, um halt die Lautstärke nochmal zu erhöhen. Aber ihr könnt auch hier stumm schalten, der ist nämlich auch zum Drücken hier drauf. Und dann könnt ihr auch nochmal, wenn ihr länger gedrückt haltet, die Lautstärke der Kopfhörer dann halt auch einstellen. Je nachdem, wie ihr das halt lang drückt oder wie oft ihr drückt, blinkt dann hier unten halt die LED auf, wo ihr dann euch gerade befindet. Hier ein Mono-Schriftzug. Jetzt schrauben wir das Ganze mal wieder dran. Ihr könnt das halt hier so in der Schräge hier verstellen. Und wie gesagt, hier unten könnt ihr dann den Fuß abschrauben. Das ist ein großes Gewinde. Ich weiß es gar nicht, 3/8 Zoll oder ich kenne mich da nicht so aus mit den Zoll. Und dann könnt ihr hier euren Mikrofonarm dann dran schrauben und somit halt, wie gesagt, immer schön das Mikrofon vor euren Mund dann platzieren, ohne dass ihr irgendwelche Verluste von der Lautstärke habt. Wirklich auch sehr gut von der Qualität hier, Metallgewinde, dann es gibt viele Hersteller, die setzen da auf Kunststoff, das finde ich wirklich nicht gut, weil Kunststoff geht doch sehr, sehr schnell kaputt, beinahe wäre es mir runtergefallen. Kunststoff geht sehr, sehr schnell kaputt und wenn man es dann öfters mal rein und raus dreht. Hier unten sehe ich gerade, sind nochmal so abgeklebte Gummifüße, da nochmal als Schutz. Ist nochmal so eine Folie drauf, also hier könnt ihr dann davon ausgehen, wenn ihr die Füße hier oder den Fuß dann auf euren Tisch stellt und ihr habt hier die Kunststofffolien abgezogen. Ich fühle mich ja gerade wie bei Samsung, die immer auf ihren Rand die Folie kleben. Hier, wie gesagt, könnt ihr dann euren Fuß auf den Tisch stellen und er verrutscht dann nicht mehr so schnell. Sehr schön in der Verarbeitung, muss ich erst ehrlich sagen, von dem ersten Eindruck her. Ich schließe das Ganze jetzt mal an, dann hören wir uns mal an, was das Mikrofon so hergibt und ich bin wirklich gespannt, wie eure Meinung ist. Kurz noch dazu, warum es jetzt in nächster Zeit vielleicht öfters an Mikrofone hier auf dem Kanal zu sehen gibt. Ich habe mit zwei YouTube-Kollegen, mit dem lieben Johannes und dem lieben Murat, einen Podcast ins Leben gerufen. Unser Podcast nennt sich Techniktanke. Willkommen hier auf der Tankstelle. Techniktanke. Drei Nerds, ein Gedanke. Mit Johannes, Jojo und Murat. Alles rund um Technik findest du hier. Viel Spaß! Hier bekommt ihr im Rhythmus von circa 14 Tagen immer eine neue Folge. Wir labern, wir sprechen hier über ja verschiedene Technikthemen. Der erste Podcast ist auch schon online auf Spotify, auf Amazon Music, auf Apple Music, überall, wo ihr Podcast auch hören könnt. Google Podcast ist auch mit dabei zum Beispiel. Also da hört gerne mal rein. Den Link dazu packe ich euch unten dann in die Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Ist sehr interessant und immer sehr lustig und es werden auch weitere Folgen dann noch produziert und auch wieder online gestellt. Da könnt ihr gespannt sein und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns verfolgt hier bei dem Podcast. Wirklich interessant ist es immer und lustig ist es auch also mal. Ja, machen wir weiter. Wir schließen das Ganze jetzt mal an mein MacBook an und dann hören wir uns mal die Tonqualität an. Ihr könnt übrigens auch dann in dem Podcast das nächste Mal, ab der zweiten Folge, benutze ich dieses Mikrofon dann auch. Dann könnt ihr das mal dann auch noch in dem Podcast hören von der Qualität. Und wie gesagt, schreibt es einfach gerne mal hier unten in die Kommentare oder halt auch irgendwo bei Twitter oder bei Instagram. Da verlinke ich euch meine Kanäle. Alles am Start. Da bin ich echt gespannt, wie ihr unsere Podcast oder halt auch allein das Maono DM30 so findet. Ja, ich mache einen kurzen Cut, schließe das alles an und dann hören wir uns gleich mal die Lautstärke und halt auch die Soundqualität oder die Tonqualität des Maono DM30 an. Ja, jetzt habe ich alles angeschlossen und wir machen jetzt den Test hier. Ich habe natürlich auch mein Lavalier-Mikrofon immer noch am Start und man kann auch so ein bisschen dann vergleichen. Ich blende mal das ein. Also ich spreche einfach nochmal irgendwas über das Mikrofon. Ihr habt das zwar schon gehört, aber um halt die Qualität der, ja, der Tonqualität der Aufnahme und der, ja, des Mikrofons halt zu testen und zu vergleichen, mache ich das dann immer. Ich blende immer mal so um, blende auch ein, welches Mikrofon jetzt gerade am Start ist. Fangen wir einfach mal an.
Jetzt habe ich das Mikrofon mal angeschlossen. Ich bin circa 40 cm entfernt von dem Mikrofon, dem DM30 von Maono, hier in dem Unboxing- und Ersteindruck-Video. Ich bin mal gespannt, wie ihr die Soundqualität, die Tonqualität des Mikrofons findet. Schreibt es, wie gesagt, gerne mal unten in die Kommentare. 59 Euro ist hier der Preis. Ihr findet den Link auch, wie schon mal erwähnt, unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal nach. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Link benutzen würdet. Ja, jetzt gehe ich mal ein Stückchen näher, nur noch 20 cm entfernt. Und somit ist dann bestimmt auch meine Stimme voluminöser, weil man soll ja schon das Mikrofon eigentlich etwas näher bei sich haben. Ich habe es halt, wie gesagt, hier auf dem Tisch noch stehen. Ich versuche mir für in Zukunft natürlich für die Podcast-Folgen auch ein Mikrofonarm zuzulegen, um dann halt auch immer schön nah an meinem Mund das Mikrofon zu haben. Ich gehe jetzt nochmal etwas weiter weg. Jetzt bin ich so circa 60 cm weg. Also da dürfte dann halt auch die Stimme doch etwas halliger werden und dementsprechend auch etwas leiser. Ich gehe jetzt nochmal 40 cm nahe, so wie ich am Anfang war. Und jetzt werde ich es mal so hinstellen. Ihr hört es und ich denke auch in der Aufnahme ist es zu hören, dass hier natürlich keine Mikrofonspinne dran ist, die das halt alles abfangen kann, solche Stöße. Aber wie gesagt, man hat es ja normalerweise an seinem Mund über den Mikrofonarm dann vor sich hängen und dann muss man nur mit den Händen aufpassen, dass da halt dann nichts passiert. Ja, jetzt bin ich wie gesagt sehr gespannt, wie ihr die Aufnahme von der Qualität findet. Schreibt es wie gesagt unten rein und dann für 59 Euro finde ich es persönlich, ich habe es natürlich schon mal jetzt abgehört, finde ich persönlich die Qualität der Aufnahme wirklich gelungen und es ist auf jeden Fall eine erste Alternative für unseren Podcast Techniktanke. Auch diesen Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Hört da gerne mal rein. Ja, das war dann jetzt der Test über das Maono DM30. Ich bin durchaus angetan von der Verarbeitung, aber auch von zum Beispiel dem LED-Ring, den man farblich noch verändern kann, von auch der Oberfläche, die man dann auch nutzen kann, um das die ganze Charakteristik des Mikrofons dann mal umstellen zu können. Und da alles hier für 59 Euro ist eine Ansage von Maono. Und jetzt hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!